Freunde. Ja, wir sind mal wieder in der Küche. Jetzt kommt ja auch die Herbstzeit, man macht so ein bisschen mehr mit dem Dutch-Ofen. Und ich persönlich, gestern gab es zum Beispiel Pulled Pork mal wieder aus dem Dutch-Ofen. Und dazu habe ich mir hier was gebastelt. Einen praktischen Gegenstand, den eigentlich jeder braucht, der einen Dutch-Ofen hat oder mit so Gusseisenpfannen arbeitet. Ich habe mir aus alten, ausgesonderten Hufeisen einen Pfannenknecht gebaut. Und zwar wurden die Hufeisen zusammengeschweißt. Wenn man zum Beispiel jetzt kleinere Hufeisen hat, dann kann man auch wie so eine Art Kleeblatt, also vier Hufeisen miteinander verschweißen. Ich habe jetzt unten zum Beispiel keine Füße dran gemacht, weil von den Beschlägen, also von dem Hufeisen, waren quasi Füße schon da. Wie gesagt, deswegen wurde es nur verschweißt. Wer es aber nicht hat, der kann natürlich noch entweder sich kleine Stifte dran schweißen oder Gewinde reinschneiden und Schrauben reindrehen oder verschweißen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. In meinem Fall wurden die Hufeisen dann sandgestrahlt und pulverbeschichtet. Man kann es aber auch so machen, dass man da feuerfeste Farbe nimmt und sich das dann lackiert, dann fängt es auch nicht wieder an zu gammeln. So, wofür ist das jetzt, wer so einen Pfannenknecht nicht kennt, wofür ist das genau? Wir haben jetzt was mit der gusseisernen Pfanne gemacht, um die nicht irgendwie auf ein Brettchen zu stellen, weil die werden ja auch verdammt heiß, oder auf die Arbeitsplatte oder sonst irgendwohin, können wir die dann auf den Pfannenknecht, dann haben wir einen Abstand zu der Arbeitsfläche oder zu dem Tisch oder sonst irgendwohin. Draußen zum Beispiel, wenn man so einen Plastiktisch hat, dann würde man sich das so ein bisschen noch höher machen, aber dann könnte man das da drauf stellen und man würde sich nichts beschädigen. Zum Zweiten ist es natürlich auch ein Hingucker, würde ich jetzt behaupten. So, was man da noch machen kann, man kann zum Beispiel den Dutch-Ofendeckel, wenn man den abgenommen hat, um den nicht sich irgendwo hinzulegen, wo man, ja, aber auch was, der wird ja auch heiß, dann kann man den auch hier ablegen. Was man noch machen kann, es gibt, also das ist jetzt mein Dutch-Ofendeckel von dem 12er, es gibt aber auch Dutch-Öfen, die keine Füße haben. Dafür ist es dann natürlich auch perfekt geeignet, dass man sich den Pfannenknecht, entweder man baut sich den dafür, dass man darunter, also dass man den etwas höher baut und darunter legt man dann die Kohlen und auf die Hufeisen stellt man dann den Dutch-Ofen oder halt auch zum Servieren wie bei der Pfanne, die hat ja auch keine Füße, dass man das draufstellen kann und man könnte sofort quasi aus dem Topf essen. Ja, es sind jetzt halt wirklich riesen Hufeisen bei mir, das waren von so einem Kaltblüter. An dieser Stelle möchte ich nochmal Danke sagen dem Herrn, der mir die geschenkt hat. Und ich denke, das ist wirklich keine Kunst, aber es ist eine wirkliche Erleichterung, die man sich da herstellen kann und wo man sich dann behelfen kann. Weil ich sehe immer wieder irgendwelche komischen Gestelle da, wo man den Dutch-Ofen draufstellt. Und das ist eine super Sache. Wie gesagt, etwas höher bauen, darunter die Kohlen legen und dann habt ihr auch schon direkt einen Abstandshalter zu den Kohlen. Oder halt, wenn ihr das Essen servieren wollt, etwas kleinere Hufeisen und dann könnt ihr schön das als Pfannenknecht benutzen. Ja, das war mal wieder eine Kleinigkeit zum selber bauen, selber basteln aus der Playlist oder es kommt in diese Playlist. Macht es doch einfach nach. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen und ein nettes Kommentar freuen. Falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, die ich verwirklichen kann oder die ich für euch mal bauen soll, dann schreibt es mir auch unten hin. Und ansonsten seht ihr, im Moment sind noch ein paar Ideen da und es wird immer wieder was Neues gemacht. Ich habe natürlich noch einen Spanferkelgrill, den wir aus einfachsten Materialien gebaut haben. Den wollte ich euch auch nochmal zeigen. Und demnächst kommt ein neuer Raketenofen, also aus der Rubrik selber machen, selber bauen kommen auch noch ein paar Sachen, die sich eigentlich jeder nachbauen kann. So, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, bis dahin.